So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Das Heim. Weil ich würde immer noch loswerden will, habe ich ihn in Zeichen gesteckt und habe ihn umbenannt in Adrian. Und ich habe ihn vorher gezwungen, sich die Stimmbänder selbst rauszureißen. Das war mir relativ wichtig. Damit er nicht sagen kann, dass man doch bitte die Tierversuche stoppen kann. Sollte. Und lieber seinen Let's Play-Kollegen nehmen sollte. Aber Wörti hat die Operation gut überstanden und ist jetzt doch im Part dabei. Hallo Wörti. Ich hab grad genickt. Du brauchst nicht nicken, das ist keine Facecam. Obwohl das eine Möglichkeit wäre, zwei Facecams einzublenden. Ja, hier auf jeden Fall. Ja, hier haben wir massig Platz. Aber wir machen ja kein Face-Reveal. Irgendwann. Bei 1 Milliarde Abonnenten machen wir ein Face-Reveal. Vielleicht schon früher. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Ein kleines bisschen. So 3-4 Abonnenten vorher. Gut. Wörti, du bist Luis. Hat geil, es hat noch was gesagt. Also neuer. Als neuer hat man. Ist echt gut. Nochmal lässt er das aber nicht durchgehen. Kyle ist extrem streng. Der Vater fährt total auf seine Regeln ab. Regeln sind wichtig. Ohne Regeln könnten wir Menschen nicht zusammenleben. Dies, das, bla, bla. Ananas. Du hast Ananas vergessen. Was? Dies, das, Ananas. Ich mach die Ananas. Oh nein, mach nicht die Ananas. Wenn ihr das nicht schafft, euch an die Regeln zu halten, dann werdet ihr da draußen scheitern. In der Wildnis. Habe ich so ein Gesicht. Jeder von uns hat schon mal die Regeln gebrochen. Deswegen seid ihr hier. Dann gibt's halt mal kein Mittag oder einen Tag Stubenarrest. Ich dachte, ihr dürft das sowieso nicht verlassen. Weiß ich gar nicht. Hat das gesagt? Das ist eine Regel. Oh. Das glaubst du. Da war mal jemand, Alex hieß er, und wohnt in Zimmer 1. Nein. Der hat mir etwas erzählt. Oh Mann, hör doch mal endlich mit diesen Geschichten auf. Der nervt wirklich jeden Tag damit. Nein, jeden. Das stimmt aber wirklich. Ach so, ist doch das Gleiche. Alex hat mir erzählt, dass es im Heim ein besonderes Zimmer gibt. Dieses Zimmer ist absolut leer und nicht mal eine Lampe. Es gibt nicht mal eine Lampe und ist die Tür erstmal zu, dringt kein Laut rein oder raus. Wenn Kyle richtig wütend ist, dann sperrt er dich in dieses Zimmer. Die ersten paar Stunden sind kein Problem, aber dann kommen die Stimmen. Erst hört man nur ein ganz leises Rauschen, doch nach und nach wird das Geräusch immer lauter. Es ist keine Sprache, wie wir sie kennen. Eher ein Klacken und Kratzen. Zuerst glaubst du, dass du dir... Hörst du auf zu klacken und zu kratzen? Ich mach die ganze Zeit schon nebenbei Geräusche, aber die werden nicht übertragen. Aber das ist gut. Zuerst glaubst du, dass du dir das nur einbildest. Sensorische Deprivation kennt man okay, ja. Okay. Ja, kennt man. Okay. Was bedeutet sensorische Deprivation? Wörti, lies die drei Worte dahinter. Kennt man ja. Siehst du? Ich google das jetzt. Bestimmt Leute, die das kennen. Sensorische Deprivation, langanhaltende und vollständige Ausschaltung aller Sinneseindrücke bei Menschen. Als Folge steigt das Verlangen nach Sinnesreizen und Körperbewegung. Okay, verstehe. Schreib das doch so! Nein, das kennt man doch. Du weißt doch, was sensorische Deprivation ist, also wirklich. Doch dann merkst du es. Obwohl der Raum absolut dunkel ist und du gar nichts sehen kannst, siehst du plötzlich Schemen in der Dunkelheit. Und dann wird dir bewusst, dass du nicht allein im Zimmer bist. So wie ich. Meine Frau ist gerade in der Küche. Und macht Krach. Ich bin auch nicht allein. Hier ist nicht da. Ich bin allein. Jetzt stampft sie extra auf.
Okay, tu ja. sie nicht. Nee. Du bist Johanna. Du bist Johanna. Entschuldigung. Ich will heute Nacht eigentlich schlafen. Eigentlich. Du bist Luis. Bin ich Luis? Gibt's was? Wo hast du das her? Was denn? Das komische Taschentuch mit dem, du weißt, was ich meine. Oh, die Laura. Die Laura. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Also, woher hast du es? Von dort? Wo wir gestern waren? Nein, wo ich gestern war. Naja, ich würde gerade sagen, also wir waren dann nicht. Haben wir einen Zettel? Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Laura ist nicht mehr hier. Ja, die war auch nicht da. Ja, wir haben nur das Taschentuch gefunden. Nein, wir haben das Taschentuch mitgenommen und sie da gelassen. Ja, die lag da noch. Sie ist vor 2 Wochen von ihren Eltern zurückgeholt worden. Haben die gesagt, zumindest. So wie du schaust, fragst du dich bestimmt, warum ich daraus so ein Drama mache. Mache. Das war schon irgendwie komisch. Laura hat niemanden davon erzählt. Wir haben nicht mal gesehen, dass sie abgeholt wurde. Also. Naja, sie ist schon ziemlich schüchtern, aber auch rücksichtsvoll. Ich verstehe das nicht. Was? Der David mit seinen Scheißgeschichten. Ich fange langsam an, selber an den Müll zu glauben. Der fragt mich mal. Wo war das Taschentuch eigentlich genau? In einem Kartonkorb oder sowas wie in sowas in der Art? Vielleicht hat sie es ja nur vergessen. Im Raum eingesperrt, oh Gott. In einem dunklen Zimmer. Unten leer. Und leer, im dunklen, leeren Zimmer. Sagst du jetzt nur wegen Davids Geschichte? Lüg mich nicht an! Ich hab gar nichts gesagt, ich hab geschrieben. Da ist wirklich so ein Zimmer. Also gut. Heute Nacht treffen wir uns wieder und du zeigst, danach zeigst du mir dieses Zimmer. Nein, ich ganz sicher nicht. Okay, da würde ich jetzt nicht mitmachen, auf gar keinen Fall. Angst ansprechen. Mut zusagen. Achso. Mutig zusagen oder Angst ansprechen? Ich würde die Angst ansprechen. Ich weiß nicht so recht. Dort ist es ziemlich unheimlich. Und was ist mit Keide? Mach dir um den keine Sorgen. Wenn der uns dumm kommt, kriegt er einen aufs Maul! Okay, also du bist ein Kind, oder? Wir sind generell Kinder. Ja. Ich hol die nachher ab! Dann machen wir das. Kann ich nicht mal sprechen, Adrian? Nein, aber ich kann schreiben. Später. Und vergiss nicht, unser heute Abend. Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Verstehst du? Es ist schön, dass du dich mit Luis so gut verstehst. Aber du solltest ihm wirklich nicht nacheifen. Luis ist ein verlorenes Schaf, das sich schon sehr weit von der Herde entfernt hat. Bei dir bin ich zuversichtlich, dass du wieder ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden kannst. Es wäre so schade, wenn du dich von Luis zu Dummheiten anstiften lässt. Alles, was du tust, hat Konsequenzen. Hier genauso wie draußen. Weißt du, wenn du zum Beispiel deine Stimmbänder rausreißen würdest, dann könntest du dein Leben lang nicht übersprechen. Wir tun wirklich alles, was wir können, um euch davor zu bewahren, euch selbst zu schaden. Aber letztendlich liegt es in euren Händen. So wie die Stimmbänder, die du dir rausgerissen hast. Versprichst du mir, dass du dich an die Regeln hältst? Okay, wir sind also ein Haufen Problemkinder. Das ist schön. Ja, offensichtlich. Aber was hat die Johanna falsch gemacht? Das ist doch ein Scherz! Das ist doch nur ein Scherz. Hab ich doch gesagt! Nicht zugehört. So sieht das aus wie ein RPG. Jetzt sieht es komplett aus wie ein. Das sieht komplett aus wie ein RPG-Maker-Spiel. Wie so ein Fantasy-RPG. Sieht ein bisschen aus wie Evoland. So ein bisschen.
Wollt ihr das echt machen? Ich finde das irgendwie blöd. Stell dich nicht so an. Das ist nur ein Scherz. Die Stimme da rausreißen? Scheinbar. Ich schlaf! Nur noch einen halben Tag. Die Toast hat den Schlüssel versteckt. Büro war jedenfalls nicht. So eine Scheiße. Kannst du Schlösser knacken? Klar. Dann versuche ich es ihm selber. Find's gut, dass du Louis sprichst. Warum? Und Johanna, die haben am gefühlt wesentlich mehr Text als David. Oder David. Du wartest hier. Oh. Wenn Kyle uns erwischt, gibt's richtig Ärger. Das war meine Idee, also mache ich das allein. Ich hole dich dann, wenn das Schloss offen ist. Okay. Soll ich nochmal selbst nachschauen? Was nachschauen? Kannst du versuchen, aber eigentlich sollte das Büro abgeschlossen sein. Achso, nach dem Schlüssel suchen. Ich denke, warum macht er mit? Zimmer 8 bis 21, die Tür ist abgeschlossen. Zimmer 8, 21. Ein altes Musikmagazin. Ältere Ausgaben der Tageszeitung. Die Tür ist abgeschlossen. Auf dem Zettel steht Betreten verboten. Die Tür ist abgeschlossen. Hauptgang ist abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Ausgeschnittene Stellenangebote. Im Schrank sind ein paar Werkzeuge. Nehmen wir mit. Ich sehe jetzt gerade erst diese Tür. Wie? Die ist mir vorher nicht aufgefallen. Die Kissen sind leere DIN A4 Blätter. Da passt kein Mensch rein. Stifte, Papier, Briefumschläge und andere Büromaterialien. Dort ist eine Liste, auf der alle Bewohner aufgeführt sind. Die Namen Laura und Alex wurden durchgestrichen. Oh oh. Anscheinend kümmert sich Frau Bergold um die Buchhaltung. Ich glaube, der hat die Tür aufgekriegt. Oh ja, rechts. Hä? Ist ja nicht nach. Warte. Ist die falsche Tür, oder? Im Karton sind Konservendosen. Er hat die Tür aufgemacht. Die Kiste ist fest verschlossen und der Karton ist leer. Ich bin so verdrossen, weil. Denn das Spiel ist so schwer. Die Kiste ist fest verschlossen und der Karton ist leer. Du kannst sehr verdrossen und auf leer reimen. Es ist wie ein Traum. Im Karton ist nichts. Auf dem Namensschild steht Alex. David hat doch von einem Alex gesprochen. Meinst du Alex? Oh oh. Was machst du hier? Johanna, was machst du hier? Ich hab zuerst gefragt. Das geht dir nichts an. Verschwinde! Gehen, aufpassen, mitsuchen. Was machen wir? Ja. Ich denke, wir sind ein hilfsbereites Kind. Wir helfen mit. Ich helfe beim Suchen. Ich möchte aber nun mal nicht, dass du deine Nase in meine Angelegenheiten steckst. Du bekommst Ärger, wenn das rauskommt. Ich passe schon auf, dass es keiner bemerkt. Außerdem hole ich mir nur das zurück, was mir gehört. Was soll dieser Blick? Du möchtest unbedingt wissen, was ich hier suche, oder? Na schön. Ich habe einen Freund. Oder hatte. So genau weiß ich das nicht. Alex. Deswegen muss ich mit ihm sprechen. Anrufen darf ich ihn aber nicht. Schlechter Einfluss. Bla bla bla. Wenn ich nur mein Smartphone hätte. Er ist es aber nicht. Komm, wir gehen. Es gibt noch mehr Räume. Willst du alles offen lassen? Nein, mach ich später. Vor morgen bemerkt das sowieso keiner. Bestimmt.
Film bemerkt es keiner. Mess? Rote Tür. Bist du da reingegangen? Anscheinend nicht. Ich gehe wieder hoch. Das ist mir jetzt unheimlich hier. Und du? Du willst wirklich weitergehen? Na sicher. Da ist ein Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Ich muss einfach gehen. Tut mir leid, dass ich dich so im Stich lasse, aber ich möchte trotzdem wieder hoch. Tschüss. Ein Gefühl. Du hast die Regeln schon wieder gebrochen. Oh nein. Wieso steht auf dem Zettel schon wieder? Zufall, Zufall. Sie haben die Zettel einfach in unbestimmter Reihenfolge aufgehangen. Genau, genau, genau. Lassen an einem Abend immer die gleiche Tür offen. Blume, Blume. Die Kisten sind alle fest verschlossen. Flowey. Flowey die Blume. Eine lange, große Blume. Okay. Da oben ist ein Stein. Gut, gehen wir zum Stein. Zum Stein, zum Stein, zum Stein. It's in the pin. Das sind alte Runen. Das. So alt sind die nicht. Okay. Im Wasser. Im Fass ist grünliches Wasser. Im Wasser ist ein grünliches Fass. Die Tür ist abgeschlossen. Das Schloss hat einen bronzefarbenen Rahmen. Oder einen bronzefarbenen Schlüssel. Wie der Käse. Wie der Käse. Eine komische Statue. Eine unförmige Statue. Ich sehe so diese Pilze. Dicke Seile halten die Kiste fest verschlossen. Wieso bewegen sich die Pilze? Wo sind wir hier? Die Kacheln können jeweils nach links, rechts, oben oder unten verschoben werden. Ziel ist es, dass sie in der Mitte des Bildes einen Schlüssel ergeben. Minigame. Oh Gott, oh Gott. Ja, du machst das schon. Ich mach das niemals. Das ist nach unten. Naja, fast. Ich würde sagen, es war ziemlich nah dran. Lassen wir das Gestampfe gerade eigentlich komplett, unkommentiert? Ja, wieso? Okay, ich frag noch. Ja, nach oben? Ja, 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 sag ich doch. Jetzt runter. Ja, easy. Bronzeschlüssel halten. Oh, eventuell für eine silberne Tür? Vielleicht ein Holztür mit einem bronzenen Schloss, aber das. Wer weiß. Ich denke, bin da auf einer heißeren Spur. Ey, wieso ist hier alles so seltsam? Der Schlüssel lässt sich nicht mehr aus dem Schloss ziehen. Wer hat jetzt recht? Zettel mit Zeichnung gehalten. Ich meine, hättest du in eine silberne Tür gesteckt, wäre er vielleicht wieder rausgegangen. Viermal okay, Süden und viermal Osten. Bei der von der mittleren Säule aus. Ist es leer. Im Regal befinden sich Eimer mit Farbe, Werkzeug und Kartons mit Schrauben. In den Säcken findet sich Saatgut. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, ehrlich nicht. Ich auch nicht. Hier ist irgendwie hinter dem Heim die ganze Fantasy-Welt. Das ist ein Ding. Hatte ich immer. Eine seltsame Statue okay, ist das. Ja, so hätte ich es auch beschrieben, ja. Ja, jetzt wo du es sagst, ne? Für mich auch noch ein Schwert und ein paar Bomben. Zap! Also wenn ich das Gras sehe, habe ich schon Bock drauf. Drauf zu hauen.
Da sind die Säulen. Okay, aber da ist noch was. Das ist eigentlich das da in der Mitte. Ein Fahrstuhl. Ja, klar, ein Fahrstuhl. Wäre ich auch drauf gekommen. Viermal Süden, viermal Osten. 3, 4, 1, 2, 3. Ja. Das ist nicht die Frage. Ab da 4? 1, 2, 3, 4, 1, 2, nee, also es muss da sein. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Katsch mal nach unten. Okay. Vielleicht sind es nicht die Säulen. Nein. Okay, keine Ahnung. Seltsame Schriftzeichen, die ich noch nie gesehen habe. Siehst du das Gemüse da? Ja. Du meinst dieses Gemüse? Das sieht dich nämlich auch. Hast du es gesehen? Das bezweifle ich. Ich habe einen Spaten. Hast du es gesehen? Ich habe einen Spaten erhalten, Woody. Ja, okay, ich weiß, was ich mit dem Spaten mache. Gemüse stechen. Schloss abgeschlossen. Das Schloss hat einen goldenen Rahmen. Oh. Brauchen wir selber den Schlüssel? Ja, gut, okay. Uns fehlt das Zeug. Okay. Ich muss einfach nur klicken. Also, vielleicht auch nicht. Habe ich die falsch verstandene Zeichnung? Vor der Säule 4 nach unten und 4 nach rechts. Okay. 2, 3. Hier geht's nicht weiter. Vielleicht neben dem Baum. Nein, rechts neben dem Baum. Was? Also waren es doch 4. Ja, okay, gut. Ah, ein Silberschlüssel. Ich wusste es! Was ist das? Oh, hi. Oh, warte, das ist die Fik. Die Stadt war vorher nicht da. Ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass sie da war. Ich habe doch gesagt, wir brauchen einen Silberschlüssel für das Goldschloss. Hast du ihn wieder verschwendet? Ah. Einmal Profis. Sind die Schalter? Nö. Oh, lass den Stein auf die Statue fallen. Er macht die komplette Statue kaputt. Siehst du? Weil jeder weiß, Stein plus Stein ergibt weniger Stein. Nein, nein, wie Kleinstein. Verstehst du? Die war aus Lehm, musst du wissen. Klar, klar, klar. Aus Porzellan. Die war aus Porzellan und hohl. Fernseher. Das Eckfernsehen, ich dachte, das Fenster. Natürlich. Mach mal einmal einen dummen Witz. Dann ist er nicht, dann ist er echt. Ich habe vorgestern einen Zettel gefunden. Er lag auf meinem Bett. Das war bestimmt Dieb, dachte ich zuerst. Aber dann fiel mir ein, dass mein Zimmer abgeschlossen war. Auf dem Zettel stand, dass ich durch die rote Tür gehen soll. Warum nicht, sagte ich mir. Ich hätte es nicht tun sollen. Da ist etwas hinter der roten Tür und es wartet nur darauf, dass wir kommen. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich will es auch gar nicht wissen. Morgen hau ich hier ab. Es wird keinen Morgen geben. Entschuldigung. Okay, ja, Fernseher. Da ist eine Schere. Okay, ich kann auch wieder hoch. Okay.
Ey. Gartenschere halten. Oh, ich weiß, was wir mit der Gartenschere machen. Die Kiste aufschnippeln. Ich habe so ans Gemüse gedacht, aber ja, die Kisten machen mehr Sinn. Willst du etwa der Gemüse ihre Sicht rauben? Hä? Ich dachte, wir brauchen das Gemüse vielleicht, um damit die Statue da oben zu bestechen. Keine Ahnung. Ich will das Gemüse haben. Kannst du mitnehmen. Ich halte dich nicht davon ab. Ich will es nicht essen. Bin ehrlich. Die Schere ist nicht mehr zu gebrauchen. Ach, es geht natürlich nicht. Es geht alles kaputt. Also früher war das alles besser. Ja, früher, das soll ich noch was ausgehalten. Das war nicht alles ein Weg. Ja. Ich soll das in der Schere daheim denken. Schneide ich den kurzen Faden vom Pullover, weil er abhängt, bis die Schere kaputt. Ja. Jedes Mal. Ich hasse das. Was war denn in der Kiste drin, der Goldschlüssel? Ja. Gut. Wir brauchen aber eine grüne Tür. Das hat mich ganz kurz gekriegt. Nicht. Jo, was war das? Sind wir runtergefallen? Wir sind runtergefallen. Sind wir wieder in die Puppen? Keine Puppen. Puppen in Videospielen. Gehen wir zu den Puppen. Wir gehen auf den Verlichter drüben zum Fernseher hin. Oh, ist der Fernseher. Geh zu den Puppen. Ja, gleich. Oh, hier ist das komische Tee. Ja. Tür ist abgeschlossen. Da müssen wir einen Weg von mit den Ruhen finden oder so. Leere Flaschen. Unzählige Zeitungsschnipsel. Alter. Wie groß ist das hier? Ah, hier sind Puppen. Da sind die Puppen. Dreieck in der Wand. Glaubst du, das Fass hatte Joghurt im Rucksack? Ich hoffe nicht. Ich auch nicht. Oh Gott, was? Kreis, Dreieck, Quadrat, was? Fünfeck. Ein Dreieck. Siebeck, Achteck. Oh ja, ist ein Dreieck. Das heißt was? Da sind wir hergekommen. Was? Hast du was anquatschen? Ah. Ja, ich glaube, wir brauchen da eine Karte. Stolz auf dich. Danke. Oh nein. Jo, Dreieck, ne? Okay, Dreieck ist zumindest schon das Gleiche. Aber wir haben kein anderes außer dem Dreieck, oder? Sehr verzwickt hier. Wie mir noch die komische Dingsrune. Sich draufstellen und irgendwas klicken? Nein. Was ist mit dem Spaten passiert? Ja, der ist gebrochen. Der ging auch nur einmal. Ach so. Einwegzeug. Ich erinnere mich. Ist da eine Tür unten? Nee.
Nein, nein, wirklich, das war ein Werkzeug. Ja. Muss vielleicht überall ein Dreieck reinmachen? Offensichtlich nicht. Okay, wir haben hier ein Dreieck. Dann könnte man das noch als Rechteck. Warte, geh wieder hoch. Versuch mal Quadrat, Dreieck, Kreis, Kreis. Yeah! Wird sie der Profi? Ja, wird sie! Der regelt. Das war clever. Das wird beinahe schief gegangen. Gucken wir den nächsten Film. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Laura. Obwohl du meine Geduld auf das Äußerste strapaziert hast, habe ich nie die Hoffnung aufgegeben, dass du aus deinen vielen Fehltritten doch noch eine Lehre ziehen würdest. Aber nun ist das Maß voll. Das, was du getan hast, ist unverzeihlich. Da du dich vehement weigerst, dein Fehlverhalten einzusehen, müssen wir leider Konsequenzen ziehen. Diese Strafe hast du dir selbst zuzuschreiben. Eingesperrt in einem Kleinzimmer, weder essen noch trinken. Für immer. Konsequenzen. Im Zettel wurde eine Pyramide gezeichnet. Das ist schön. Das ist eine Pyramide, ja. Was soll ich mit der Pyramide? wir hatten da noch ein Rätsel irgendwo, oder? Also Schalterrätsel gibt's noch. Schalterrätsel? Achso, ja. Der musste dann eine Pyramide machen. Also ich zweifle daran, aber. Ich sehe auf der Pyramide. Ja, ist eine Pyramide. Es ist einfach nur eine Pyramide. Also genau genommen ist es ein Dreieck. Nein, halt die Schnauze, Johnny. Pyramide ist doch 3D. Halt die Schnauze, Johnny. Ja, nee. Ja, doch, fühlt sich richtig an. Alle anschalten, aber das wird wahrscheinlich auch nicht sein. Der geht nicht, oder? Der geht nicht, der eine ist kaputt. Da brauchen wir einen Schalter. Ist die Tür jetzt offen, die rote? Nee. Trotzdem wäre sie grün. Was bringt uns die dumme Pyramide denn? Ja, das ist meine Frage, Würdi. Es war halt auch auf der Pyramide nichts eingezeichnet, wo man irgendwas anquatschen soll. Schon. Kann man da irgendwo rausgehen? Nee. Er nimmt halt auch den Zettel nicht mit, ne? Nee. Das wollte ich. Gut, aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr doch ein Like und ein Abo da. Wenn wir in nächster Folge hier vielleicht rausfinden, durch den Hinweis der Pyramide. Ich denke, wir werden jetzt noch kurz ein bisschen gucken. Ja, wir werden kurz ein bisschen gucken und wenn wir... Warte mal. Ja, und trotz allem, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin und tschüss. Tschüss.